Hallo Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zum finalen Part meines Let's Plays von Final Fantasy 15, der Demo. Ja, im letzten Part waren wir dort in dieser Höhle, hier waren wir drin und haben dort gegen eine Armee von Goblins gekämpft und haben außerdem da drinnen endlich die Beschwörung Ramu gefunden. Oh yeah. Und mit dieser können wir jetzt vermutlich endlich mal den guten Behemoth besiegen. Und deswegen, ich muss jetzt erstmal kurz gucken. Ich würde mich erstmal kurz nochmal ausruhen wollen, bevor wir jetzt wirklich zum Behemoth gehen. Aber wie gut, dass direkt hier vorne ein Lagerposten war. Oh, natürlich sind die direkt wieder Gegner. That is crossing the line. I answered. Ah, ihr seid mir schon wieder viel zu schnell, Leute. Wisst ihr das? Aber, wenn ihr so... Ah, ups. Wenn ihr so schnell seid, habe ich ja das richtige Mittel dagegen. Denn ich weiß ja jetzt endlich mal, wie ich mein Limit benutze. Ich muss nur kurz warten, bis meine MP wieder vollständig aufgeladen sind. Und jetzt geht's los. Zack, zack, zack. Jetzt sieht man das doch richtig schön, wie hier die Schwerter um mich herumfliegen. Das ist Noctis Version eines Limits. Oder einer Ekstase-Technik oder wie auch immer man das nennen möchte. Outstanding, Highness. Yep. Outstanding, Highness. Yep. Ja, er ist auf jeden Fall sehr hilfreich und ziemlich cool. Jetzt habe ich aber wieder keine MP mehr. Muss mal kurz warten, bis ich ein bisschen was dazu bekomme. Deswegen gehe ich in Deckung. Wo ist der denn jetzt hier noch? Da. Hä? Sind die jetzt alle tot oder ist sie jetzt noch wer? Ah, da oben waren schon wieder Magitech-Soldaten. Aber da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Sure you will, if you live long enough. I wouldn't count on that myself. So, also wie gesagt, ich finde das Limit ganz cool. Ich würde mir nur natürlich wünschen, dass sie... Naja, ich sag mal, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange war. Sondern dass man auch vielleicht noch wie in 7 oder in 10 und so weiter auch noch bessere oder weitere Limit-Techniken dann lernt, die einen noch stärker und noch krasser machen. It's bedtime. Sounds good. Aber das glaube ich eigentlich auch nicht, also dass das jetzt schon das Ende des Möglichen ist hier, denn es ist ja nur eine Demo. Und ich denke mal, im finalen Spiel werden uns noch sehr viel andere Sachen erwarten. Und wir haben wieder unser Hatguragu. Okay, das war eine Menge Level-Ups. Hat sich also richtig gelohnt. It's time. Onward. So, jetzt schaue ich noch mal kurz auf die Karte. Ja, ein Stückchen müssen wir wieder laufen. Funkel, Funkel.
Fongongo. Ich könnte aber vorher eigentlich nochmal schnell einkaufen gehen. Denn ich habe ja irgendwie sehr viele Heiltränke benutzt. Und wenn ich mich so an den letzten Kampf mit den Behemoth erinnere, dann weiß ich ja jetzt eigentlich, dass Heiltränke sehr wichtig sein werden. Von daher können wir auch nochmal kurz einkaufen gehen, um uns ausreichend vorzubereiten. Außerdem suche ich immer nur eine Ausrede, um nochmal mir Chocobos anzugucken. Nein, Spaß. Das hat natürlich alles Hand und Fuß und Sinn, was ich hier mache. Oder auch nicht. Focus. Easy as they come. Let's clean them up quick. Ach, Leute. Oh, habt ihr das... Hab ich gerade mit einem Schlag... Boah, krass. Da sieht man jetzt wirklich mal die Veränderung, wie viel stärker wir jetzt hier mittlerweile geworden sind. So, jetzt aber schnell zu der Chocobo-Farm. Some real rest is long overdue. Hey, das ist wieder Menschen. Hold on a second. Are these yesterday's vegetables? I didn't want the leftovers to go to waste. I asked you to throw out any leftovers, didn't I? But I figured the birds will eat them. Yes, I realize that the birds will eat the vegetables. Oh, good. Then it's settled. No, not good. Not settled. Yesterday's vegetables aren't fresh. Yeah, I know. But since they were left over, you should have thrown them out. That's what I'm saying. Was geht denn mit ihr? The chocobos wouldn't even know the difference. Alter! You're the one who doesn't know. Oh boy. Alter! Die geht voll scharf! Alter! Was fällt dir ein? Nicht gegessenes Gemüse aufzuheben! Ach du Scheiße, ey. Sehr geil. Ja. Hätte er wissen müssen, ne? Dass man nicht einfach so Gemüse von gestern aufhebt. Nee, macht man nicht. Oh, erstmal hier den ganzen Scheiß verkaufen, den wir gesammelt haben. Tränke. Haben wir noch was? Nein. Ha. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns jetzt hier auf endlich mal zum Weg zum BMW machen. Wobei, ich ganz ehrlich sagen muss, jetzt wo ich die Dame hier, die Gemüsegilder hier gesehen habe, da kommt mir der Behemoth auf einmal gar nicht mehr so schlimm vor. Da muss man sich mal fragen, was ist jetzt da die Intention des Spiels? Möchte uns Square Enix sagen,
dass wir Lebensmittel verschwenden sollen. Hm. Was haben übrigens die Illuminaten damit zu tun? So, ich hoffe mal, wenn ich jetzt hier wieder reinrenne, dass da nicht wieder diese ganzen kleinen Türkis, Aquamarin, was auch immer, Pissdinger kommen. Denn da habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Keine Sau da. Ist doch gut. Wirklich keine Sau da. Dann geht das alles hier nämlich auch ein bisschen schneller vonstatten, glaube ich. Ah, wir krabbeln hier wieder durch. Was? Ach nö, komm schon. Wäre ja auch zu einfach sonst gewesen. Die Kamera und das Lockernsystem sind übrigens immer noch furchtbar, aber so mittlerweile bekomme ich den Dreh hier auch wirklich ein bisschen besser raus. Zumindest rede ich mir das ein. Ja, gerade sage ich noch, ich komme besser damit klar und darauf folgen direkt erstmal 3-4 Schläge ins Leere. Gott, jetzt verreckt doch endlich. Und weicht mir nicht ständig aus. Ihr wollt doch sowieso sterben, sonst hättet ihr mich doch gar nicht erst angegriffen. Das war der letzte. So, reicht es aber auch mal. Ich möchte jetzt wirklich bitte nur noch zu dem Behemoth und endlich sehen, wie die Beschwörung von Ranu aussieht. Da fällt mir gerade ein. Gab es da eigentlich schon Hinweis, wie ich den jetzt beschwöre? Ich vertraue mir da nämlich jetzt selber nicht mehr so ganz. Denn ich habe ja auch irgendwie komplett vercheckt, wie das mit dem Limit geht. Von daher ist es sehr gut möglich, dass hier schon was stand, wie Ranu aufzurufen geht. Und ich habe es wieder nur weggeklickt, weil ich dumm bin. Ist eine Möglichkeit. Hm. Naja, wir laufen erstmal nur dahin. Und dann werde ich ja schon merken, ob ich es vergessen habe oder ob dann vielleicht nochmal wie irgendwie so eine kleine Information kommt. Hä? Kann ich jetzt nicht? Achso, ich muss wahrscheinlich wieder den Spalt suchen. Wo war der denn? Ich glaube hier vorne. Ja. Da ist der Spalt.
Okay, wir speichern nochmal zwischen. Beziehungsweise das Spiel speichert halt alleine zwischen. Ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee, wenn ich an meine letzten Begegnungen mit Bahamut denke. Ja, don't see the point in running. Ich kann schon Bahamut sagen. Size of him. Wow. I didn't know they made him that big. So, how do we take him on? Carefully. One mistake could be our last. Okay, es geht dann schnell direkt los. Wo ist er? Oh, Hallöchen. Und wir gehen direkt ins Limit. Komm her hier. Ich hau dich zu Klump, du Mistvieh. Aber die Musik ist einfach verdammt episch. Aber ich heile mich erstmal schnell. Ah, scheiße, das hat wieder keine MP. Jungs, ihr macht das schon! Ah! Nein! Steh wieder auf, Kollege! Au, 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 au. Ich glaube, ich sollte mal lieber ein bisschen auf Abstand gehen. Bis ich mehr MP habe. Natürlich läuft das Ding mir jetzt hinterher. Okay. Bleib mal schön da oben. Ich muss MP regenerieren. Was ist denn schon wieder mit Prompto? Ja gut, der kämpft, glaube ich, gerade alleine gegen das Ding. Ups. Komm, steh auf, steh auf. Ah. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Nein. Alter, warte, waren diese Dinger vorher schon so... Ah, okay, jetzt kann ich beschwören, warum auch immer. Wow, 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 wow. Okay. Oh. Oh, kranker Scheiß. Pronto! Sit this one out, champ. Damn, Alter! This is it. A ticket to getting our car back. Yep. Feeling pretty proud right about Alter. Now. Alter! Das war krass. Yeah, we'd better hurry over to Cindy's. Boah, da sieht man auch nochmal diese krassen Partikeleffekte gerade. Before we might reclaim our car, we'll need to claim the small fortune this behemoth horn should fetch. Damn! Also wenn das nicht episch war, dann weiß ich auch nicht. Alter! Das war krass. Ja. Tut mir leid, kleine Muschi. Aber wir brauchten ein Horn. Steht das jetzt hier irgendwie aufgelistet? Hm, nee. Irgendwie nicht. Okay, aber ich habe jetzt nicht verstanden, warum ich jetzt aufrufen konnte. Weil ich war ja gerade eigentlich nur am Verkacken. Wobei, vielleicht konnte ich gerade deswegen beschwören. Weil ich am Verkacken war. Und, weil das Spiel dann gesagt hat, okay, du bist jetzt in einer brenzlichen Situation. Jetzt darfst du beschwören. Wäre ja möglich. Aber das war wirklich schon ultra krass.
Da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, was für Beschwörungen im fertigen Spiel dann doch kommen werden. Wenn ich so an Shiva denke oder an Ifrit oder an Bahamut. Dann wird das, glaube ich, ziemlich fett. Ja, fett ist das richtige Wort. Tja, auf jeden Fall haben wir jetzt das Horn. Jetzt können wir eigentlich direkt, glaube ich, zur Tankstelle rennen. Um endlich unser Batmobil in Anspruch zu nehmen. Ja, ich denke mal, wenn wir das da verkaufen würde, das wird das dann wahrscheinlich ausreichen. Weil wir brauchen das Horn ja nur, um das Geld dafür zu bekommen. Aber da war ja auch Tankstelle, Laden und so weiter. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es da reicht, wenn wir das Horn da abgeben. Let's clean him up quick. Nein, die ignorieren wir jetzt alle mal, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Focus. Worauf soll ich mich denn bitte konzentrieren? Ich möchte mich konzentrieren, geradeaus zu laufen und zu meinem Ziel zu kommen. Danke. Ach komm, Kollege. Die 200 Meter, die kannst du jetzt auch noch laufen. So, ich glaube, das geht schneller, wenn ich mich an den Gegner ran teleportiere, als zu laufen. Damn, nimm das. Schöner Konter. So, jetzt wird's aber mal wirklich allerhöchste Eisenbahn. Nah, it's been a long day. Y'all take a load off. So, verkaufen. Wo ist es? Wähl mal vorn. 25.000. Ja, das ist schon ein bisschen Pinte, ne? I can't wait to get the car back. Plenty of ways to pass the time with all that money. No time for that. Yeah? Er wird es natürlich direkt wieder verjubeln. Gibt's hier sonst noch was? Vielleicht bevor ich das Ganze jetzt hier beende. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Schade. Möchtest du mit uns reden? Nein, okay. Hey, y'all about ready to settle up? Ready as we'll ever be. Didn't mean to keep you waiting. Oh, don't you worry about that one bit now. We have what was in the estimate. Yep, that ought to cover it. So, reckon it's about time we got you back together with your girl. Okay. Also jetzt habe ich mein Auto zurück. Kann ich damit jetzt auch selber fahren? Das wäre ja geil. Ja, los. Oh, das ist ausgegraut, oder was? Ach komm schon, lass mich doch bitte selber fahren. Hm. Na gut, schade. Geht anscheinend nicht. She is. Come see for yourself. She's primed, prim and proper. I reckon you won't find a loose nut or bolt on her. We're in your debt. I'll say you are. I souped her up a bunch for you. I should charge you, but I'm not gonna. This one's on the house. That's awfully nice of you. Well, just make sure y'all come back to Hammerhead now, you hear?
Count on it. Nowhere else we'd take it. Don't you forget it. Hop in. Right. It's alive! Just let us know if you need anything. Well, won't be about repairs next time. Well, that's fine by me. We can tune her up however you like in the garage. All you gotta do is just bring her on in. So it's all right if we call you? Sure is. Pawpaw love having someone to talk to. We'll bring something by when we visit. For Sid, of course. Yeah. Time to hit the road. Thanks again, Cindy. Oh. Y'all Sid? Take care out there. Ich denke, das war's. Oh. インソムニアが、ニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。王都を守る将兵が砲火い、帝国軍は王都城周辺を爆撃。おい、待てよ。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け、当面の凍結が発表されました。また、亡くなられたレギス国王陛下に続き、ノクティス王子、そして、テネブライのフルーレ家令嬢、ルナフレーナ様の死亡が新たに確認されています。いいか、途中で投げ出すことは許されない。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。 Okay. Vielen Dank fürs Spielen. Auf ein Wiedersehen in Final Fantasy XV. Ja, Leute. Das war's dann wohl mit der Demo von Final Fantasy XV. Ich für meinen Teil kann sagen, ich werde auf jeden Fall ein Wiedersehen mit dem Spiel feiern, wenn es dann rauskommt. Ich könnte ja vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was mir jetzt gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Ich fange mal mit dem Positiven an. Also auf jeden Fall ist die Welt riesengroß und wunderschön gestaltet. Das lässt sich definitiv nicht bestreiten. Auch wenn die Tiefenentfernung und so weiter noch ein bisschen verpixelt ist und so weiter. Aber das ist ja eine Demo und das wird sich sicherlich alles noch klären. Es gibt endlich wieder Läden und NPCs, mit denen man interagieren kann. Ich meine, wie geil ist das denn? Das ist sowas Simples, aber das gab's halt bei 13 nicht. Und das war halt einer der größten Kritikpunkte an dem Spiel. Und es ist schön, dass das hier einfach wieder so gut umsetzen. Ich finde auch die Boyband, wie sie ja im Internet schon verschrien ist, um Noctis rum, ist, finde ich, jetzt schon sehr sympathisch. Ich mag das bisschen von den Charakteren, das ich gesehen habe, mag ich. Ich finde die alle klasse bisher. Und da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, der geht mir auf den Sack. Nicht so wie Hope aus 13 zum Beispiel. Das ist was anderes. Ich finde auch, dass das Gameplay sehr abwechslungsreich war. Denn wir hatten ja auch einige Stealth-Einlagen und so weiter. Und da unten im Dunkeln und so, das war ziemlich... Ja, das war auf jeden Fall abwechslungsreich. Ich finde auch, dass das Kampfsystem, wenn man es denn einmal ein bisschen mehr besser verstanden hat und nicht komplett am Leben vorbeirennt und nicht kapiert, wie man das Limit einsetzt, dass es dann doch einigen Tiefgang bietet. Wir konnten ja jetzt wirklich nur Noctis mit den bereits vorgegebenen Schwertern immer wieder auf- und abrüsten, beziehungsweise die Reihenfolge verändern. Aber ich denke,
Wenn dann noch Magie mit dazu kommt, die jetzt auch noch nicht, also normale Magie wie Feuer, Eisgar und so weiter, die ja jetzt noch nicht mit dabei war, die aber angekündigt ist, und wenn man jetzt auch die Teamkollegen ausrüsten kann und so weiter, dann ist da, glaube ich, mehr als genug Tiefe drin. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und was natürlich der Hammer war, war jetzt die Beschwörung. Also, dass das so badass ist, hätte ich nicht gedacht. Das war wirklich die pure Epicness, ja. Muss man ganz klar sagen. Fand ich geil. Aber trotzdem ist nicht alles gut. Und was mir zu negativ auffällt, habt ihr ja, wenn ihr das Let's Play jetzt wirklich verfolgt habt, schon mehr als genug eigentlich vernommen. Das ist zum einen die Kritik an der Kamera, denn die ist echt beschissen. Die funktioniert nicht so, wie sie soll, meiner Meinung nach. Das Lock-On-System, beziehungsweise das Anvisieren von Gegnern, ist auch scheiße. Ich verstehe nicht, warum ich, wenn ich einen Gegner anvisiere, die Kamera sich nicht darauf zentriert. Eigentlich ist ein Gegner anvisieren ja dafür da, dass man den im Auge behält und dass sich die Kamera auf den dann halt beschränkt. Aber das macht das System ja nicht und kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die sollten das, finde ich, einfach von Kingdom Hearts kopieren, denn da funktioniert das Anvisieren sehr gut. Dann habe ich jetzt zwar eben gerade sehr gut betitelt die Variation an und für sich. Keine Frage, ist schön. Aber was mir so ein bisschen bei der Variation gefehlt hat, war jetzt die Gegnervielfalt. Weil im Prinzip hatten wir wirklich nur die Magitek-Soldaten, die Goblins. Diese, ja, ich nenne sie mal Mammut-Elefanten. Mammut-Kühe. Die Mammut-Kühe. Und halt diese Säbelzahndinger. Und ansonsten war da nichts. Außer jetzt dem Behemoth natürlich dann als Bossgegner. Aber für so eine große Welt, die so weitreichend ist, da wünsche ich mir eigentlich so ein bisschen mehr unterschiedliche Gegner. Das würde das Ganze noch lebendiger machen. Und was ich mich jetzt direkt gefragt habe, obwohl die Beschwörung natürlich richtig geil in Szene gesetzt war, stelle ich mir jetzt die Frage, wie genau diese Beschwörung jetzt im Spiel eingeführt wird oder wie sie später Benutzung führt. Kann ich die immer dann benutzen, wenn ich am Abkratzen bin? Ist das so? Weil dann ist es ein bisschen sinnfrei, weil dann kann ich mich ja von den Gegnern totprügeln lassen, darauf warten, dass ich abkratze und die Beschwörung rausholen. Und dann müsste ich ja gar nicht mehr normal kämpfen. Das wäre ein bisschen blöd. Aber ich glaube mal, das ja, liegt noch an der Demo, dass das jetzt ja nicht so mit Konsequenzen verbunden ist, wenn man denn beschwört. Denn sie wollten eigentlich zum Abschluss der Demo, denke ich mal, einfach nur das Gefühl des Overpowered-Sein geben. Und das haben sie definitiv geschafft. Und ja, ich denke, alle Punkte, alle Kritikpunkte, alle negativen Kritikpunkte, die ich gerade angesprochen habe, kann man sehr leicht beheben. Und ich denke schon, dass Square Enix da noch einige Arbeit reinstecken wird und hoffentlich die Punkte angehen würde, die ich gerade genannt habe. Denn ich bin sicherlich nicht der Einzige, dem diese Punkte aufgefallen sind. Und ja, ich freue mich definitiv auf Final Fantasy 15. Ist für mich jetzt schon ein besseres Spiel als Final Fantasy 13. Das ist jetzt auch nicht besonders schwer, aber hey. Mein Misstrauen war ja da und mein Misstrauen wurde mit dieser Demo wirklich erstmal zerstreut. Also, ich freue mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Let's Play und bis zum nächsten Video sage ich Tschö mit Ö.